die Straße und zwar zu einem Straßenrennen. Running Cell heißt es. Aber klar, bin gleich da. So, heißer ist es. Ja, eigentlich war jetzt was anderes. Das ist gar nicht weit. Okay, dann machen wir das als erstes. Eigentlich war, wie gesagt, heute Running Cell dann. Hey Tess, wie wär's mit noch einem Event? Du weißt schon, um mehr Geld zu verdienen. Du willst mich jetzt komplett ausquetschen, oder? So läuft das hier. Hohes Risiko, hohes Preisgeld. Den Mutigen gehört die Welt, Speedy. Ach, du kommst. So, wir müssen jetzt irgendwas noch retten. 3 Minuten geht das ganze Ding hier. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es gibt ein weiteres Besteck als Belohnung. Warte mal, mein Fernseher will sich irgendwie. Mein Fernseher will sich gerade ausschalten, deswegen muss ich gerade mal ganz kurz. Hallo? Fernseher? Darfst du? Oh, ey, das ist so kurz mit dieser Fernbedienung manchmal. Das ist toll, toll, toll hier vorne. Wo bist du denn? Bist du hier nicht die Olle mit dem 350Z? Weep in Not. Bring den Racer zum Versteck. Vermeide Kopf, Fahrstufenwechsel auf 2. Hey, Boost. Du brauchst also einen Boost? Originell. Kannst du mich schnell von hier wegbringen? Das ist mein Job. Danke. Solchen Ärger vermeide ich lieber. Ich auch. So, lassen wir die einfach mal jetzt gerade so ein bisschen außen vor, die Cops. Müssen wir die Karte beobachten. Passt irgendwie nicht zu Straßenrennen, oder? Das nicht? Nein, nach einer Verfolgungsjagd mit den Cops sorgt das Adrenalin bei den meisten dafür, dass sie nicht mehr die Klappe halten können. Und warum fährst du rein? Ich hab da als Kind diesen Anime gesehen. Okay, also ein Cartoon. Cartoon? Ein Anime ist kein Cartoon. Oh, tut mir leid. Worum ging's da? Um diese zwei Typen in Japan, die in den Bergen Straßenrennen fahren, bis BAM! Der eine den anderen hintergeht. Ihren Streit bringen sie dann auf die Straße. Wow, sollte ich mir vielleicht ansehen, damit ich weiß, wie es ausgeht. Mach das! Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Die Farben, der Stil. Unglaublich! Scheinst echt begeistert zu sein. Das war eine völlig neue Welt. Hast du noch nie ein Anime gesehen? Oh Gott. Ich dich kaum Fernsehen. So eine Schande. Ich kann dir ein paar Tipps geben, wenn du Interesse hast. Klar. Warum nicht? Es ist toll. Verändert dein Leben. Mir hat's geholfen. Sehr. Hatte wohl einen positiven Einfluss auf dich. Das stimmt. Was ist das überhaupt noch? Oh, da stehen 2 Cops auf jeden Fall. Ich vereinzelt und dann 2 Cops. Cop auf der Strecke noch. Und ich komme jetzt gerade nicht weg. Das ist das Problem an der Sache. Wusstest du, dass es Anime seit 1956 gibt? Nein. Und wusstest du, dass 60% aller Animationsfilme Animes sind? Jetzt weiß ich's. Zentrale, ich sehe die gesuchte Person. Scheiße. Bitte um Erlaubnis, Verfolgung aufzunehmen. Nein, du nimmst keine vor. Eigentlich war beabsichtigt jetzt den. Ich fahr mal jetzt hier rechts ab. Ist das sonst so heiß mit dem Kopf da vorne? Die sind jetzt unter mir, die 2. Hm.
Sturm. So, dann fahren wir da mal unten hin in die Garage noch schnell. Und wir haben Schalten, dann wird das Versteck frei. Kein Problem. Hey, ich lasse dir ein paar Empfehlungen zukommen, okay? Ach, musst du wirklich nicht. Der Großteil meiner Freizeit geht fürs Fahren drauf. Nein, nein, ist echt kein Ding. Ich schicke dir ein paar Tipps. Die wirst du lieben. Gut. Perfekt. So, Teil schaltet weiter das Versteck frei. Und jetzt wollte ich eigentlich gerne das Event noch machen. Also mich, eigentlich ist das hier oben, das Straßenrennen. Habe ich da irgendwas frei in der Nähe? Nee, ne? Da müssen wir da mit dem Auto hoch. Der fährt doch erstmal schön vorbei. Viele Cops hier unterwegs. Viele Cops hier unterwegs, muss ich sagen. So, schon mit 151 geblitzt worden. Oh, Alter, gehst du mir aufs Zack. An alle Einheiten, Verkehrsgefährdung gesichert. Ich hab's fast gedacht. 2440 ist echt gut. Ihr brettert ein Arschloch in den Mitsubishi durch. Ich weiß. Cyril Heights gesichtet. Schnappt sie euch. Streife hier. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ich befürchte eigentlich, dass wir jetzt tatsächlich ein Problem haben, dass wir jetzt wahrscheinlich das Event jetzt in der nächsten Folge machen. Subjekt bei Cyril Heights entwischt. Sucht in jeder Ecke von Lakeshore nach dem Schwein. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Ah, du gehst mir auf den Senkel, kleiner Kopf. Jetzt auf Alpha wohl? Okay. Ah ne, hier steht ein Schild. So, und jetzt fahren wir halt das Event. Der steht immer noch da, ne? Ah, ernsthaft? Warten, der Schusskopf steht jetzt nicht noch. Jo. Komm ich da noch rein? Oh, auch ein Glück. Den wollte ich eigentlich jetzt noch schnell loswerden, die Typen. So, dann fahren wir es doch noch heute. Wir haben jetzt 137. Die Besten haben natürlich 159. Das sieht sich an Obi, meine besten Freunde. Aber das werden wir dann nicht. Wenn wir jetzt erstmal kurz. Ich will 16.000, wenn ich zusammen kloppen. So, okay. Das Rennen liegt mir im Blut. Bist du bekloppt? Ich hab gar nichts gemacht. Kannst du mich etwa abdrängen? Ja, war der Gedanke dahinter.
So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da jetzt erstmal. Bis später. Nicht mit dir. Letzte Runde, okay. What? Ah ja, schön, dass du mir auch noch im Weg. Ja, diesmal warst du mir im Weg. Du hast mich überholt, du Sack, Alter, weil mir diese scheiß Karre vor die Spur gezogen ist, weil es mit Absicht vor die Spur gezogen ist. Ich muss die Nacht dringend. Ich muss das Ding jetzt dringend irgendwie packen. Ich habe nämlich nur zwei. Ach, das ist pro Nacht, glaube ich, nur zwei. 10 Dinger. Ja, Obi, ja, ich muss den irgendwann mal seine scheiß Karre. Ich muss, brauch diese sich. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Bin schlecht, aber ich bin besser. Hey, du bist gut. Nicht mal die Olle. Ich krieg die nicht weggezwickt, ne? Verpiss dich wieder nicht. Die wird wieder gewinnen. Es sei denn, da passiert jetzt noch was, irgendwas dramatisch. Ne, einen habe ich immer vor mir. Einen habe ich dann immer noch vor mir. Letzter Versuch. Wir sehen uns am Ziel. Oh, du kannst aus dem Nichts.
Komm, Obi, bremst doch mal. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das war gar nicht so schlecht eigentlich, die Aktion. Nein, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Nö, nee, das geht nicht, du darfst doch nicht durch. Was machen diese Vollidioten da nur? Ja, das war's. Obi hat gewonnen. Den krieg ich nie wieder da vorne. Schön, wenn du da dran bist und das Spiel sagt, nö, nee, das geht nicht. Geh mal weg jetzt von mir! Nee, das mache ich nicht. Ich bin da vorne. Ja, noch. Vierter. Ach, danke, Spiel, dass du mich da zurückgesetzt hast und ich nicht gewinnen durfte. Oder beziehungsweise nicht mal da dranbleiben durfte. Nö, warum auch? Das war's. Das war's dann. Verfolgungsjagd wird fortgesetzt. Natürlich wird doch eine Verfolgungsjagd fortgesetzt. Klar doch. Du darfst ja nicht weitermachen. Drei Cops, ja klar. Es wird immer schwerer, mit dem Ziel mitzuhalten. Alle Einheiten, Zielfahrzeug fährt Richtung Avalonia District. Ich kann momentan noch nicht viel machen gerade. Scheiße. Geh mal weg jetzt neben mir, Mann. Entwischt. Sie sind in der Nähe, sucht weiter. Die kriegen wir nicht mehr, wir sind hier fertig. So, das war's. Oh, den Zug habe ich nicht gesehen. Upsala. So, dann fahren wir da mal runter jetzt wieder, damit wir die zwei da weg sind, los sind. Und wir fahren zum Versteck zurück. Muss mal das Geld da oben ein bisschen zu saven. Wir brauchen nämlich diese 7000. Ja, ich komme, sonst habe ich keine Chance gegen Obi. Der, glaube ich, eine 176er Zone Auto fährt, aber muss ich drüber kommen. Wir machen jetzt eh gleich Feierabend. Wir sehen uns. Es wird wahrscheinlich jeder auf. Oh, ich gehe mir auf den Sack. Okay.
Alter! Ja gut, wir sind Stufe 2, ne? Müssen jetzt gucken. Dringend hier zum Versteck jetzt. Dass das hier unten ist, wo ich nicht rankomme, oder ernsthaft? Na dann. Ja. So, 600.700 und wir haben die Cops zurückgesetzt, wir haben Ruhe. Mein Gegner möchte Sie glauben lassen, dass Fortschritt nur durch den Blick in die Zukunft entsteht. Ich habe jedoch in den letzten 4 Jahren bewiesen, dass Fortschritt entsteht, wenn wir auf die Vergangenheit zurückblicken und die Zukunft im Auge behalten. 10,5 kostet das Ding hier. Zukunft, so wie die Vergangenheit einmal unsere Zukunft gewesen ist. Stimmen Sie für Bürgermeisterin Morgan Stevenson. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Lakeshore. Das kommt ja gar nicht schräg rüber. Wenn du echt glaubst, dass das Jeans das beste Restaurant der Stadt ist, bist du verrückt. Glaub mir, das ist es wirklich. Im Norden gibt's da diesen kleinen Laden. Alfredos war mal da. 14.000. Im Ernst jetzt? Absolut. Dann weiß ich jetzt, was ich heute Abend esse. Klingt gut. Geht auf mich. Kostet das Ding. Dann hätten wir, warte mal, wenn ich Leistung gehe, auf Motor auf Teile, was war das jetzt? 14.000? Hier, dann hätte ich deine Stufe schon. Dann hätte ich deine Stufe definitiv schon überschritten. Dann wäre ich 177 und dann werde ich vielleicht ein bisschen Möglichkeit mit zu halten. Das heißt, wir brauchen jetzt noch. Gucken, was wir haben. Ich werde dieses Event hier packen. Ein Speedrennen ist es. Gut, ich würde sagen, wir machen trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Speedrennen.